Mal schauen, was geht. Es ist ein ganz normaler Montag. Du sitzt da und alles wird grau und blass. All die Euphorie und Fantasie aus der Kindheit ist verschwunden. Aber wohin? Plötzlich nimmst du einen Funken Erinnerung wahr, der dich all dies vergessen lässt. Ich bin jetzt schon gespannt, wie viel Gänsehaut ich in dem Video haben werde, was so alte Videospiele angeht. Ich muss sagen, ich habe sehr viel gezockt in meiner Kindheit und ich habe generell in meinem Leben sehr viel gezockt, aber ich war immer sehr wählerig, was ich für Spiele gespielt habe. Also ich habe wirklich nur so eine Handvoll oder vielleicht zwei Hände voll von Spielen wirklich ernsthaft gespielt und dann aber auch wirklich so exzessiv mehrere Jahre lang, jeden Tag, bis ich das Spiel komplett durch hatte. Täuschung. Suchen und zerstören. Du bist wieder da. Bug still. Oh mein Gott, alleine der Sound gerade war schon okay. Brother Six. Oh mein Gott, er kommt mit Handyspielen. Er kommt mit Handyspielen. Doch, du bist im Hier und Jetzt. Und mit diesem Funken Erinnerung machst du... Er kommt mit Handyspielen, Chat. Wir werden bei alle Tränen verrücken. ...machst du dich auf die Heimreise. Eine Reise durch die vergessene Welt der Videospiele unserer Kindheit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was war in diesem Kaffee? Das war einfach geil, dass er das immer mit diesen Mies macht. Du bist. Ich. Hier. Oh. Das ist doch mein... Nintendo DS. Der vermutlich legendärste Handheld unserer Kindheit. Da muss ich die Schere heben. Ich war immer Hater vom DS, weil ich habe mir direkt das Upgrade gegönnt zur Kommunion damals. Zeit. Bin ich mit meinem Geld dann direkt zum Saturn meines Vertrauens gelaufen und habe mir einen Nintendo 3DS gegönnt. Ne? Ist ja klar. Und ich rede dabei nicht von dieser Version. Bye-bye. Sondern vom DS Lite. Mario. Für gerade einmal 150 Euro konnte man ihn damals erwerben, beziehungsweise von seinen Eltern erwerb bekommen. Neuer Gameboy für Sohnemann. Aber was genau hat diese Konsole unabhängig von den Spielen so besonders gemacht? Es gab einen Klappmechanismus. Was ist das auf deinem DS? Ist ein Skin? Hatte bis 2022 keine Sachen zum Zocken, das ist crazy. Oh, cool. Dieser war zwar schön und gut, hat aber in Wirklichkeit nur die heutigen Psychos bereits in der Vergangenheit entlarvt. Lass uns zocken. Okay. No joke, wer den DS bis zum Anschlag auflockert. Locker war bei einigen auch der integrierte Stift. Ich weiß nicht, wie es möglich war, aber einige Hardcore-Nutzer haben es dann ebenfalls... Ich muss sagen, ich habe diesen Stift ernst nie benutzt. Ich habe diesen Stift nur für Star Wars The Clone Wars Spiel benutzt, weil da musste man Schüsse mit abwehren manchmal. Es geschafft, den Stift so oft rein und rauszuschieben, dass dieser ausgeleiert ist. Sieht irgendwie auch lecker aus. Bro. Oder sie haben ihn eben zerkaut. Passend zum Klapp... Hab immer darauf rumgekaut. Das fand ich so ekelhaft, Leute, die es gemacht haben. Mechanismus gab es natürlich auch zwei Displays, wobei der untere für den Stift mit einem Touchscreen ausgestattet war. Anfangs wurde dieser auch verschont und es wurde dort lediglich drauf geklickt und gemalt. Doch über die Zeit erschienen Spiele, die den Nutzer praktisch aufforderten, diesen... Ja, bitte gib mir das Star Wars Spiel, bitte. Bro, ich hab da so rumgedrückt. Bewusst zu zerkratzen. Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Boah, das war für mich Wii Spiel. Man hat den wirklich so misshandelt, bei den Spielen, wo man es benutzen musste. Und da wir sowieso beim Mediamarkt sind, werfen wir jetzt einen Blick nach rechts für eine Zusammenfassung in 2000er Manier. Nintendo DS Lite in verschiedenen Farben mit dem neuen Top-Spiel High School Musical 3 und zwei LCD-Bildschirmen für sensationelle... Oh mein Gott, Digga, das immer zwischen den Serien. Oh mein Gott. 159 Euro. Definitiv kein Top-Spiel. Es würde nicht dieselben Emotionen vermitteln, einfach über die legendäre Spielevielfalt vom Nintendo DS zu reden. Daher versetzen wir uns jetzt nochmal in die Vergangenheit und versuchen die magische Welt, die uns der DS damals gegeben hat, zu rekonstruieren. Wieso bist du immer noch wach? Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Deine Schulnoten werden immer schlechter. Gute Nacht. Nacht. Immer.
Immer unterm Bett, Chat. Immer. Unterm Bett, sage ich, unter der Bettdecke. Aber bei mir war immer Mario Kart. Abends habe ich nur Mario Kart gezockt. Ach, lol, hat auch Mario Kart drin. Here we go! Was ist das? Was ist das für ein Spiel nochmal? Das hat meine Schwester mal gezockt. Ich fand das richtig wack. Ist das Animal Crossing gewesen? Ja! Digga, ich fand das Spiel so langweilig. Oh mein Gott, ich fand das mal so langweilig. Mario habe ich auch noch auf der Wii gezockt. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der aktiv Mario lieber auf der Wii gezockt hat, als auf Nintendo. Aber ich hatte auch so, Bro, ich hatte so ganz komische Spiele. Ich hatte sogar ein 3-Fragezeichen-Spiel für den 3DS. Ich hatte so richtig weirde Spiele. Was, ich hatte 3-Fragezeichen? Ich hatte das, die habe ich alle auf dem Flohmarkt gekauft immer. Ich hatte so von, da war es schon 2000, was war das? Da war bestimmt so 2010. Das war einfach FIFA von 2006 auf Niederländisch. So, solche Sachen. Ich hatte immer so voll die komischen Spiele. Bye-bye. Mario 100% Wii Game, sag ich auch. Und auch wenn es nur ein Traum war, geht eine Reise weiter. Es gibt nämlich noch viele vergessene Spiele. Ich frage mich, ob er auf der Wii, ob er auf die Wii eingeht oder ob er direkt auf PlayStation Switch jetzt. Weil Wii war meine Primetime in der Kindheit. Wie zum Beispiel. Hallo? Oh, ich kümmere mich drum. Die legendären Browser-Games aus den 2000ern. Oh mein Gott. Was ist mit dem Laptop los? Oh mein Gott, Browser-Games, different breed. Ich habe leider vergessen, wie diese ganzen Seiten hießen. Ich wollte früher, ich habe echt im Lockdown so einen Tag lang gespendet, nur um diese alten Seiten zu finden, aber man findet die nicht mehr leider, wo man früher immer gezockt hat. Mit dem durchgehend selben Ursprung, dem Aufstieg des Internets, tauchten diese plötzlich überall im Internet auf. Allerdings kann man auch hier nicht alle Spiele über einen Kamm scheren. Daher folgt nun eine sachliche Aufklärung zur Geschichte der drei Reitern unter den Browserspielen. Ganz am Anfang. Als Computer lediglich dazu genutzt wurden, 3D-Pinball, Mohrenschießen oder sonstige vorprogrammierte Windows-Apps zu spielen. Immer Schach. Oder, ich weiß nicht, ob ihr den jetzt bringt, kennt ihr dieses Game? Da musste man so, oh, das kann ich gar nicht erklären. Da hatte man ein Fließband und musste da ganz komische Sachen craften. Wisst ihr, welches Game ich meine? Solitär nicht? Nee. Schienen entwickelt. Oh, mein Gott. Bitte, einer im Chat muss das kennen. Da hatte man so ein... Das war insane. Das war insane. Das war ernst. Das war verrückt. Ich habe so viel Zeit in diesem Spiel verbracht, Chat. Das war in fucking sane, Bro. Geisteskrank. Dass das nicht genug ist. Mit der Hilfe von Karl Klammer, ja, er hatte tatsächlich einen Namen. Das wussten wir, das war verrückt, das Spiel. Machten sich diese Entwickler dann an die Arbeit. Ich denke, wir haben es geschafft. Gehen wir online. Woraufhin in den kommenden Jahren plötzlich die verschiedensten Spieleseiten im Internet auftauchen. Oh mein Gott, Spielaffe-Chat, so krass. Das Prinzip bei diesen war zwar veraltet, aber immer dasselbe. Es gab Jungenspiele. War das, wie hieß das nochmal? Nicht Hillcramp. Chat, wie hieß dieses eine nochmal? Wo das hat, da gab es auch übelst viele Let's Plays immer von Paluten und GLP. Das war so ein Jump'n'Run-Game. War das ein Browser-Game oder muss man das richtig kaufen? Happy Wheels, genau. Happy Wheels. War das Browser oder muss man das runterladen? Ich weiß es gar nicht mehr. Mädchenspiele. Ha! Das ist kein Mädchenspiel. Das ist kein Mädchenspiel gewesen, Bro. Erwachsenenspiele. Vorschulkinderspiele.
Boah, die habe ich nie gezockt. Und die verbotenen Spiele, bei denen... Digga, da war ich immer so drin, ihr wisst es nicht, immer in der Ogata. Wenn das Thumbnail schon signalisiert hat, das darf ich bestimmt nicht spielen. Meistens hat man diese dann dennoch in einem den Umständen entsprechenden sicheren Moment geöffnet und wurde... War das so ein wackes Spiel, Bro? Enttäuscht. Natürlich haben von diesem massiven Erfolg auch Großkonzerne mitbekommen. Wie macht ihr Spiele? Womit wir beim zweiten Reiter unter den Browserspielen angekommen sind. Du magst Überraschungseier? Dann öffne sie doch online. Du schaust gerne Togo. Jetzt kommt Werbung. Dann schau nach dem Schauen noch auf unserer Website vorbei. Du spielst gerne mit Lego. Dann... Nein. Kein böses Blut mit den Lego-Browser-Spielen. Denn diese waren legendär. Lego, oh, die habe ich nie gezockt, Mann. Hat es nämlich irgendwie geschafft, zu jedem Franchise ein breites Spektrum an eigenen Browser-Spielen zur Verfügung zu stellen. Egal ob... Lego Star Wars... Hä, aber was ist Lego Star Wars? Das war ein Wii. Lego Star Wars ist ein Wii-Spiel für mich. Lego Indiana Jones... Das waren für mich keine Browser-Spiele. City. Oder das längst vergessene Lego RC Browser Game. Doch du bist im Hier und Jetzt. Dann wurde es etwas ruhiger um die klassischen Browser Games. Denn eine neue Ära erblickte das Licht des Internets. Die Ära der MMOs. We have a problem. Es war damals nicht unüblich, von der Schule nach Hause zu kommen und sich in einer virtuellen Welt einzusperren. Aber in welcher Welt? Panfu.de. Da kann ich ernst nicht mitreden. Das war nicht Panfu. Bei uns gab es so eins, das war so ein ganz komisch. Das war so ein Roleplay. Das war so eine Monster High School oder so. Ich weiß nicht, ob das bei irgendwem klingelt. Das haben bei uns in der Klasse ein paar Leute gezockt. Aber zu der Zeit, wo das in war, da, so, ich hatte keinen PC zu Hause und ich hätte, selbst wenn, hätte ich das nicht spielen dürfen. Deshalb, das war nicht meine Wave, das habe ich immer geskippt. Movie Star Planet. Ja, Movie, ich meine sogar Movie Star Planet. Ich glaube, das meine ich sogar. Da war ich nicht drin. Ich habe immer nur Werbung auf Togolino dafür gesehen, aber ich habe es halt nie gezockt, weil ich hatte kein PC. War ein guter Einstieg für Neuinkömmlinge in der MMO-Welt, die vielleicht von der Super-RTL-Werbung von dieser Seite gehört haben. Man konnte hier eben... Lennox, sagen wir 7 Monate, Bro. Minispiele spielen. Chatten. Das ist wie ein Video von Dave, Bro. Komische Emote-Spam, Wasserballons aufeinander werfen oder virtuelle Beziehungen pflegen. Ich habe mich verliebt. Merkwürdiges Sounddesign. Wenn man dann doch etwas tiefer in der Lore angekommen ist, folgte meist der Wechsel auf habbo.de oder .com oder .st oder doch Holo. Sieht aus wie Habbo, aber ist halt nicht Habbo. Und auch wenn es offensichtlich war, dass sich dieses Spiel an eine etwas ältere Zielgruppe richtete, war das Spielprinzip schlussendlich dasselbe. Man konnte hier ebenfalls chatten, komische Emotes spammen, viel zu lange auf den Einlass in irgendwelche VIP-Bereiche warten oder eben seine virtuellen Beziehungen pflegen. Bereit für den nächsten Schritt. Was? Auch cool, aber nicht cool genug für den eigenen Dave war Club Penguin. Ein Spiel, was heutzutage an... Gab's, Digga, was? Okay, gut, dass ich so fast hab, Bro. ...eigenen Subreddit für kuriose Banggründe hat. Und von allen MMOs am 30.03.2017 den wohl dramatischsten Shutdown hatte. Es war ein Tag wie jeder andere. Doch das Ende rückte näher. Die Nutzer wussten dies. Oha. Und somit blieb ihnen nichts anderes übrig, als gemeinsam auf das Ende zu warten. Es endete. Das gibt mir Loki Flashbacks, als Star Wars Battlefront Server runtergemacht werden sollten und alle nochmal Star Wars Battlefront gezockt haben. Doch du bist immer noch im Hier und Jetzt. Schließlich ist deine Reise noch nicht beendet. Und so machst du dich weiter. Oder als Revi geklost wurde, ja. Weiter auf den Heimweg. Bis du an einem Gebäude vorbeikommst. Oh mein Gott. Wenn er auf... Geht der auf Minecraft-Server ein? Bei Gomme wird's echt... Also das wird schlimm. Oh mein Gott, ich sehe schon. Lara Croft, Bro. Tomb Raider. Star Wars Battlefront 1 und 2. So krank. Welches du lebendiger in Erinnerung hast. Ja,
Videotheken existierten einst. Bevor physische Spiele einfach durch riesige Downloads ersetzt wurden, it is 312 gigs, so it's quite big. Und wir an einem Punkt waren, an dem man eine Konsole ohne CD-Laufwerk kaufen konnte, war man eben gezwungen, die Spiele in einer solchen Videothek zu kaufen. So halbwegs. Denn meistens kannte dein Dad jemanden, der wiederum jemanden kannte, der einen kannte, der dir eine Kollektion von raubkopierten Videospielen besorgen konnte. Oftmals bekam man diese Kollektion dann in dieser Tasche oder in einer Plastikhülle, die dem Originalspiel kaum zu verwechseln war. Oh, der niedliche Mii. Nimm das. Der niedliche Mii eines neuen Spiels. Aber in welches Chat, der Ladescreen ist krass. Der Ladescreen ist verrückt. Universum sind wir eigentlich gesprungen? Der Ladescreen, oh mein Gott. Immer auf der PS2 bei Paul. Oh. So lange sollte der Startbildschirm nicht gehen. Ich glaube, die Raubkopie ist kaputt. Geht doch. Die PlayStation 2. Eine Konsole, die mit über 155 Millionen verkauften Einheiten aus der Vergangenheit immer noch den ersten Platz der heutigen Verkaufszahlen verteidigt. Eine Konsole, bei der mit mehr als 3800 Spielen garantiert für jeden etwas dabei war. Die war, Bro, PS2. Ich muss dazu sagen, ich hatte selber nie eine PS2. Aber ich habe einen, so mein bester Kollege in der Kindheit, Paul, der hatte einen und wir haben wirklich jeden Tag da gezockt. Wir haben auch eigentlich fast nur Star Wars Battlefront gezockt. Und eine Konsole, die für viele von uns der Einstieg in die Welt der Videospiele war. So auch für mich. Es war damals einfach ein unbeschreibliches Gefühl, ein Spiel zu starten, alles um einen herum auszublenden und nur noch die unendlich wirkende Welt des Videospiels vor Augen. Und auch immer diese Fernseher, Bro. Damals waren das ja noch Röhrenfernseher, dafür vergessen zu haben. Dann wollen wir mal. Ratchet & Clank auch so geil. So eine geile Spielreihe. Oh shit, here we go again. Workplace. Ich spiele immer noch PS2 jeden Tag. Das ist Banger Spiele. World. Hey yo, first things first, it's time to shake ground in the eighth round. Boah, Rennspiele, muss ich sagen, habe ich nie auf großen Konsolen gefühlt. Die habe ich immer nur, also ich habe, was war das bei mir nochmal? Irgendein Need for Speed auf jeden Fall, noch irgendein Rennspiel. Das habe ich immer nur auf dem Nintendo oder auf der PS Vita oder so gezockt. Adam will break down. Und es war ja auch alles... Unwanted, ich weiß nicht mehr. Need for Speed, Most Wanted, genau das war das. Mal schön und lustig. Oh mein Gott. Das Game ernst. Insane. 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 Und wo wir gerade bei Star Wars sind, bleiben wir direkt dort. Denn unabhängig davon, dass auf dieser Konsole die beiden besten Battlefront-Teile raus... Hier, ich habe den rechten, habe ich, glaube ich, noch einmal gespielt, den linken. Chat, den linken Teil, das ist so eine Nostalgie für mich. Auch die Map. Was ist das? Ding. Camino. Nee, ist das? Nee, das ist nicht Camino. Welche Map ist das hier, Chat? Bro, hier drinnen haben wir immer Schlachten. Oh mein Gott, wir haben so viele Schlachten gemacht. Einer ist immer reingegangen, hat hier so ganz viele Leute gesammelt. Und dann haben wir uns da hinten positioniert mit dem Sniper und haben die Leute da weggesniped, Bro. Das war so geil. Das war so geil. Das war so fucking geil. Ich hab das, also dieses Game war so nostalgisch für mich, dass ich mir das auf dem PC, also auf Steam, nochmal geholt habe, damit ich das ab und zu mal zocken kann. Das ist so ein geiles Game. Erschien auch Star Wars Episode 3, das Videospiel. Meiner Meinung nach komplett underrated. Abgesehen vom extrem krassen Soundtrack im Homescreen, war der Trailer, welcher bei jedem Spielstart gespielt wurde, den Spielen der heutigen Zeit weit voraus. Und dann wurden wir älter. Und älter. Und älter. Bis wir plötzlich alle vor einer und derselben Frage standen. Welchen Avatar wählst du? Du wirst in Zukunft viele Freunde in diesen Avataren wiedererkennen. Ich muss sagen, ich bin von der Wii straight auf PC geswitcht. Ich kann diese PS3-Welt leider nicht mitfühlen. Entscheide dich weise. Nachdem man diesen und damit auch seine Persönlichkeit definiert hatte, wollte man natürlich direkt spielen.
Und ähnlich wie bei der PS2 kristallisierten sich in den Lebzeiten der PS3 relativ schnell die verschiedensten Fraktionen von Gamern heraus. Es gab zum Beispiel die Trophy Hunter. Meist erkennbar anhand eines unmenschlich hohen Trophäenlevels, bestand ihr Ziel lediglich darin, so viele Platin-Trophäen wie möglich zu sammeln. Oh nein, Online-Trophäen! In der Welt des PlayStation Networks waren sie ein Mythos. Und wenn man sie doch einmal in der Online-Lobby traf, was hat der Nohent vor? War ihr Ziel meistens leicht ersichtlich. Oh nein! Obwohl, allgemein, war ihre Präsenz in Online-Lobbys meistens leicht ersichtlich, da bei der Kontraerstellung oft nicht über die potenzielle Nutzung des Online-Modus nachgedacht wurde und sie damit ihrem vollständigen Klarnamen und meist Bro, das waren eh die Besten. Seiner Zahl in der Online-Welt herumliefen. Allerdings TTS ist Text to Speech. Tötete sich der Gott der Trophy Hunter erst im Jahre 2016, als er seine tausendste Trophäe mit der Welt des Internets teilte. Hello everyone. It's been 7.5 years since I've started trophy hunting. As you can see, I've come a very long way from this. Und wie das Internet eben so ist. Er hatte Zeit für einen Sohn? This is my little boy. And now, let's go and watch how I earned my 1000th platinum. Die Erweiterungsabuse. Besuchte man diese Art von PS3-Spielern einmal im Real Life, fiel relativ schnell auf, dass die PlayStation 3 theoretisch mehr als nur einen Controller als Eingabegerät nutzen konnte. Ein Skateboard ohne Rollen für Tony Hawk Ride, eine Gitarre für Guitar Hero, ein PlayStation Move Controller oder auch ein Portal für die Skylanders waren alles Dinge, die man als Erweiterung. Skylanders Sünde. Wer das auf PlayStation gespielt hat, ernst. Ich war selber nie so tief da drin. Aber wer Skylanders woanders, also nee, geistkrank. Erweiterung zu bestimmten Spielen nutzen konnte. Für ungefähr eine Woche. Danach wurde es meistens langweilig. E-Modder. Leicht zu erkennen an einer leuchtenden, halbwegs vollständigen PlayStation und dem dazugehörigen Controller. Fertig ist das Monster. Normalste Monte. Monte PS3. Kein Scuff. Marke Eigenbau. War ihre Konsole meistens über mehrere Kabel mit allen möglichen Geräten verbunden. Wenn ihr Main-Account nicht gerade gebannt war, wurde die Kommentarfunktion im Online-Profil meistens für Eigenwerbung genutzt. Und allgemein, war es ein Achievement für sich, einen solchen Modder überhaupt in der Freundesliste zu haben. Die war nämlich beliebt. Und wenn ich sage beliebt, meine ich die Art von Beliebtheit, die der eine Typ in der Schule hatte, der jedem mal Geld für den Schulkiosk geliehen hat. Du bist so witzig und toll! Bekomme ich jetzt was kostenlos? Und zu guter Letzt die Tryhards. Eine Fraktion von Nutzern, die zwar eine bestimmte Spielereihe dominierte, aber auch in jedem anderen Spiel irgendwie präsent war. Ja, so, bist du auch echt fleißig? Du hast in Skate 3 einen Backflip im Super Ultra Megapark gelandet. Wir verkaufen nämlich auf einmal weniger Boards. Du musst raus auf die Straße, du brauchst Coverage. Skate X und WBN, ich hoffe, war gut. -420 hat einen Triple Backflip über den Super Ultra Megapark gelandet. Du denkst, du hast ansatzweise Skill in FIFA? CR7-FIFA X würde ich dies überdenken lassen. Du hast gerade was im Battlefield gerissen. Stun Gravy wurde im Steigflug verfolgt, sprang aus seinem Bro, aber wisst ihr, was damals schon wieder geil war, Chat? Damals konnte man auch einfach als Normalo mit so einem Sweat in die Lobby kommen und trotzdem Spaß haben, weil halt nicht alle in der Lobby so versweatet waren, sondern vielleicht zwei maximal, so ein Duo, was abgefuckt hat. Alle waren normal, paar Noobs, paar Normalos dabei. Heute hast du nur noch dieses Dreck-Skill-Based Matchmaking und du kriegst nur noch die Fresse. Oder, also, ne? Arsch. Jet schoss den Verfolger mit Air mit einer RPG 7 ab und stieg anschließend ebenfalls mit Air wieder in seinen eigenen Jet ein. Wofür er übrigens im Trailer von Battlefield 2042 anerkannt wurde. Aber das ist ein anderes Thema. Und zu guter Letzt, meinst du wirklich, du dominierst Nuketown gerade mit deiner goldenen AN94? Eine aussehende Montage rein, ist crazy. Maximale Munition! Ich hab einfach kein. Ich hab COD, bin ich nicht drin, ne? Das tut einerseits so weh, aber ich war immer das andere Pendant dazu. Während meine Jungs immer COD gezockt haben, war ich immer in CSGO drin. Oder also CSGO, Minecraft, Rainbow. Das war so meine Spielsparte. Dieses ganze COD-Ding, das habe ich erst mitbekommen. Oder erst so aktiv mitgespielt, als Warzone rausgekommen ist. Und ja, Marcel ist natürlich auch am Start. Was geht YouTube Marcel zu dem Scoop? Nein. Denn diese Zeit ist vorbei. Ich denke, Videospiele waren etwas Besonderes.
Hallo, einfach in Köln. Sie haben uns Dinge gelehrt, uns geprägt und am wichtigsten uns unvergessliche Erinnerungen beschert. Auch wenn das Spektrum noch viel größer ist und ich beispielsweise die Mobile Game Era oder die Wii Era gar nicht erst aufgeführt habe. Ja, das, Digga, das hätte er machen müssen. Sollten wir dankbar sein. Dankbar für all die Erinnerungen, die wir diesen Spielen, egal wie individuell diese sind, zu verdanken haben. Es war daher an der Zeit, oh, oben rechts, ich sehe doch den Komma, ein letztes Mal in die Vergangenheit unserer Videospiele zurückzublicken und sie mit diesem Video für die Ewigkeit festzuhalten. Du bist zu Hause. Und wie viele von euch hatte auch ich damals einen Traum. Was geht, Freunde? Willkommen zu meinem ersten Minecraft-Let's Play. Ich danke euch vom Herzen, dass ihr diesen verwirklicht habt. Das ist erstmal liegt kein gefotoshoppter Play-Button an der Wand. Da bist du ja. Wie war die Arbeit? Heute war ein komischer Tag. Das habe ich auf dem Dachboden gefunden. Oh. Schau mal. Ich finde es wirklich schade, dass er nicht die Wii-Era und nicht die PC-Era und die Mobile-Game-Era reingepackt hat, weil ich, da wäre ich übelst abgegangen, weil das sind genau so die drei Sachen, wo ich drin war. Wii, immer Mario Kart, Super Mario Galaxy 1 und 2, alle Lego-Spiele eigentlich, die geil waren. Wii Play, Wii Sports, Wii Sports Resorts, auf Handy, Shadowfight 2, Shadowfight 3, dann halt später Clash of Clans, Boom Beach, früher als es noch cool war, Dings, Subway, nee, nicht Subway Surfer, doch Subway Surfer, das eine mit dem, wisst ihr, was ich meine? Mit, Rocket, Joyride, Rocket Ride, irgendwie so, heißt das Rocket Ride? Hieß das so? Hillclimb Racing, auch crazy. Rocket Joyride, genau, das meine ich. Hillclimb Racing war crazy. Jetpack Joyride, das Jetpack Joyride meine ich, genau so heißt das. Wie heißt es? Angry Birds Star Wars, auch verrückte Games. Und auf PC ist klar, ne? CSGO, Minecraft, Fortnite, also Fortnite Prime, Rainbow. Ich glaube, das waren so meine vier Games, die ich aktiv gezockt habe. Ah, und Brawlhalla. Habe ich vergessen. Brawlhalla war auch insane. Das waren so die Games.